My name is Aurora. I come from Italy, from Treviso, and I'm here in Berlin, in Kabuvazi Circus, to make Freiwillige Jahr, a voluntary year. Ja, mein Name ist Louise, bin jetzt 23 Jahre alt, komme aus Dublin. Ich bin gerade am Ende meines Freiwilligendienstes. Ich habe jetzt ein Jahr in Magdeburg verbracht und habe dann ein Jahr lang bei der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt gearbeitet. Ja, also hallo, ich heiße Anita. Ich komme aus Ungarn und ich bin Freiwillige im Anne Frank-Zentrum. Hallo, mein Name ist Mut, ich komme aus Frankreich. Ich bin 25 Jahre alt und ich war europäische Freiwillige in Magdeburg von Februar 2008 bis Februar 2009. Und meine Arbeit geht darum, die Chance, die ich hatte, weiterzugeben. Dein Freiwilligendienst kann zwischen 6 und 12 Monate dauern. Das ganze Projekt ist von der Europäischen Kommission finanziert. Und die Kommission wird in jedem europäischen Land von nationalen Agenturen vertreten. Jedes Land, der zur Europäischen Union gehört, hat so eine nationale Agentur, die auswählt, welche Organisation bekommt Geld, um Freiwillige aufzunehmen? I'm helping, everything is running with the circus, so I'm helping with the trainings and the trainers and doing projects with schools here in the circus. And the main goal is that at the end of this project they will have their show based on their story. They build a story inside the school and then they come here with this idea and we help them to develop this idea in the circus. They are making their own show, and in the second part of the project they are coming here and training like real artistic circus school. Und, also ich verkaufe Materialien und Eintrittskarten auch, und dann mache ich auch ab und zu Begleitungen für Schulklassen. Dann ich mache so Büroarbeit, also ich unterstütze die pädagogische Arbeit im Anne-Frank-Zentrum. Ich habe ein eigenes Projekt, das ist das Spannende. Und zwar, wir organisieren eine Studienreise nach Budapest. Ich schreibe gerade eine Dokumentation über ein Planspiel, das wir im Rahmen des Eulekamps durchgeführt haben. Das Eulekamp ist dann eine große Jugendbegegnung mit ungefähr 80 jungen Leuten aus mehr als 30 europäischen Ländern. Ja, das hat dann in August stattgefunden und da haben wir den Jugendlichen die Chance gegeben, selbst zu Politikern zu werden und verschiedene wichtige Themen und so weiter zu diskutieren. Man kann einen europäischen Freiwilligendienst machen, wenn man zwischen 18 und 30 Jahre alt ist. Man braucht keinen Schulabschluss und man braucht keine sprachlichen Kompetenzen. Das ist schon sehr nützlich, ein bisschen Englisch zu können, um seine Bewerbung zu schreiben. Aber das ist keine Voraussetzung, die Sprache des Einsatzlandes zu kennen. German. I didn't study German, so at the beginning was hard, because people really don't understand you. And you can't understand anything. Ich habe mit 11 Deutsch angefangen, aber ich war sehr schlecht. Es war schrecklich. Ich hatte schon Glück, ich habe Deutsch 6 Jahre lang in der Schule gelernt und war dann auch vor 2 Jahren als Austauschstudentin in Berlin. Jetzt habe ich das Gefühl, dass hier konnte ich meine Sprache noch ein bisschen verbessern. Und natürlich, ich muss noch ganz viel lernen. Ich habe nach 2 Wochen bereut, dass ich überhaupt Deutsch ausgewählt habe, weil die Sprache total bekloppt ist. After 9 months and after a very bad language course, I can say I can understand a lot of things. So viele kritisieren die Ausländer, die in ihrem Land wohnen und sagen, die möchten sich nicht integrieren. Aber warst du mal Ausländer in einem anderen Land? Hast du dich sofort mit den Leuten da unterhalten? Hast du sofort die Sprache perfekt gekannt? Nein, das ist unmöglich. Und das erfährt man halt, wenn man europäische Freiwillige ist, obwohl man weiß, das ist nur für ein Jahr. Am Anfang ist alles ganz einfach. Du brauchst kein Visa,
du nimmst den Zug und steigst in Magdeburg aus und da warten schon die anderen Freiwillige auf dich und deine Mentoren und Tutoren auch. Sie haben mich zum Restaurant damals gebracht am ersten Abend. Natürlich kannte ich schon die Arbeit und die Leute, mit denen ich arbeiten wollte. Aber nach einem Monat kriegst du mit, das ist gar nicht so einfach, weg von deinem Umfeld zu sein und mit anderer Arbeitsweise arbeiten und neue Leute kennenlernen, sich integrieren. Ja, ehrlich gesagt, die ersten 2 Wochen in Berlin war sehr schwierig. Also in einer ganz fremden Stadt ganz alleine zu sein. Aber nach diesen 2 Wochen war alles okay. In einem Team arbeiten, mit Leuten wohnen, wie ich das am Anfang erwähnt habe, hatte ich nie in einem WG gewohnt. Yeah, the circus gave me a shared flat with three others volunteers. Yeah, we are 4. We're supposed to be 4, but actually we've been living like 6-8 people in the same house. Also ich fand das scheiße, dass meine Mitbewohnerin nie abgespült hat, aber es ist auch egal, weil man sowieso dabei viel Erfahrung sammelt wie Konfliktmanagement, Teamarbeit. I had to improve communication in a working place and to be very clear when I have some problems, and I learned that you should say everything from the beginning. Normalerweise findet man eine entsendende Organisation, die dir alles erklärt, wie das Programm funktioniert, und dann musst du dich auf der Suche machen, ein Projekt zu finden, das für dich geeignet ist, und ein Land zu finden, wohin du ein ganzes Jahr bleiben möchtest. Ich bin ganz zufällig im Internet entdeckt, dass es diese Möglichkeit gibt. Und dann wollte ich schon ins Frank-Zentrum kommen. Erstmal hat es nicht geklappt, weil dieser Platz war schon besetzt. Aber im nächsten Jahr war es für mich auch erfolgreich. My uncle knew the president of an association in Italy who was sending people all over the Europe, and he was telling me, Aurora, you should check it because maybe you can get an opportunity to go somewhere in Europe. Also ganz zufällig hat sich meine Mutter mit einer Freundin von ihr unterhalten, und die Freundin hat halt erwähnt, dass ihre Tochter dabei war, einen europäischen Freiwilligendienst zu machen. Habe diesen Begriff dann halt in Google eingegeben und bin dann dadurch auf die Datenbank gestoßen mit den verschiedenen Projekten und so weiter. Auch die AXA. Und ich hatte einfach Glück. Die hatte gerade eine Stelle frei, suchte gerade eine neue Freiwillige, und ja, ein Happy End. Das ist sehr kompliziert, über diese Erfahrung im Heimatland zu sprechen, weil einerseits die Sprache fehlt. Ich kann dir alles Mögliche über meinen Freiwilligendienst auf Deutsch erzählen, aber auf Französisch kann ich gar nicht, weil ich diese Erlebnis auf Deutsch gemacht habe. Also für mich, ich war es nicht nur ein einfaches freiwilliges Jahr, sondern wie ein Praktikum. Also davon kann ich sehr viel lernen und Erfahrungen sammeln und vielleicht dann auch in der Zukunft weiterarbeiten in diesem Thema. Hat das Jahr für mich jedenfalls mehrere Vorteile gehabt. Also zum einen habe ich, wie gesagt, hoffentlich meine Deutschkenntnisse verbessert, was natürlich immer ein Vorteil ist. Aber es gab auch andere Vorteile. Also ich habe natürlich auch Leute aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Ländern kennengelernt und dadurch mein Kulturverständnis erweitert. Und außerdem habe ich also ganz vieles über mich gelernt. I learned how to improve my relationships with people, really. Wenn du zurückkommst, erwartet man von dir, dass du wieder die gleiche Person bist, aber das ist unmöglich. Du hast ein Jahr im Ausland gewohnt und du bist nicht die Person, die ein Jahr vorher losgefahren ist. Yeah, it changed me a lot. It was kind of funny to come here. I had totally no idea what I'm doing, a real circus school with children. And then I came here and the trainers teach me how to stay with children and to
teach them what to do, what they have to learn. If you are just watching what's going on, you learn that they have more opportunity to get in touch with themselves. Ich bin eigentlich ganz stolz darauf, dass ich verschiedene Schwierigkeiten und Herausforderungen überwunden habe. Also Schwierigkeiten, Herausforderungen, die natürlich immer mit einem Jahr im Ausland verbunden sind. Und das hat wirklich mein Selbstbewusstsein erhöht. Es hat sich sehr, sehr gelohnt für mich. Ich habe viele, viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe schon studiert zu Hause und ich bin eigentlich Lehrerin. Und jetzt hier habe ich mit Museumpädagogik beschäftigt. Und wenn es so weitergehen kann, dann möchte ich in diesem Bereich bleiben. Der Europäische Freiwilligendienst war für mich eigentlich das erste Mal, dass ich so lange in einem Büro gearbeitet habe. Es war für mich zum einen wichtig, solche Erfahrungen zu sammeln. Und zum anderen hat es mir wirklich geholfen, hat es mir wirklich bei meiner also späteren Berufswahl geholfen. Zum Beispiel, als ich nach Deutschland gekommen bin, dachte ich, ich möchte vielleicht internationale Beziehungen und Konfliktbewältigung studieren. Jetzt durch die Arbeit mit Jugendlichen und so weiter, bin ich eher zu der Meinung gekommen, dass ich eigentlich vielleicht eher Pädagogik studieren möchte. Challenge, a real challenge, and I'm happy that I done it, and I was almost happy. Just a little bit of fear, but come on, we can do anything. Ich bin sehr froh, dass ich das erleben kann. Far from home. From home.